meine Damen und Herren. Willkommen zur nächsten Folge von Randstars. Hier spricht Ihr Auge am Himmel Colin Cowling und ich bringe Ihnen die Einzelheiten zu den Highlights der Top-Rennen, die Welt zu bieten hat. Und wir haben Starterlaubnis. Und vorbei geht's am ersten Tor. Was für ein fulminanter Anstieg. Er klettert die Leiter hoch und sichert sich einen Platz weiter oben. Er nimmt die Pole Position ein. Gut gemacht. Hörst du, ich habe mal ein Buch über Rennen geschrieben. Ich zeig dir, wie das geht. Er liegt noch gut vor der Bestzeit. Die Strategie der Wahl lautet jetzt, die Ziellinie im Auge zu behalten. Ich muss zugeben, ihr Anfänger habt mich beeindruckt. Ihr habt definitiv einiges drauf. Er zieht ab und hält locker die Bestzeit. Mehr Erfahrung in meinen Klappen als du in deinem ganzen Rumpf. Leute, das war wie aus dem Lehrbuch. Sieh genau hin, was ich tue. Da kannst du den einen oder anderen Trick. Unser Rennflieger schafft es durchs nächste Tor und kennt kein Halten. Es ist schön, ein Rennen zu fliegen. Es gibt nichts Tolleres, als den Wind unter den Flügeln zu spüren. Und hier sehen wir fliegerische Meisterleistungen beim Passieren des nächsten Kontrollpunkts. Das war wie aus dem Lehrbuch. Hörst du, ich habe mal ein Buch über Rennen geschrieben. Ich zeig dir, wie das geht. Und vorbei an diesem Tor und weiter zum nächsten. Sieh genau hin, was ich tue. Da kannst du den einen oder anderen Trick lernen. Er liegt noch gut vor der Bestzeit. Die Strategie der Wahl lautet jetzt, die Ziellinie im Auge zu behalten. Ich muss zugeben, ihr Anfänger habt mich beeindruckt. Ihr habt definitiv einiges drauf. An dieser Halbzeitmarkierung hat der Flieger schon die Hälfte aller Tore gemeistert und nur noch die Hälfte vor sich. Zeig ihnen, was du drauf hast. Ich habe mehr Erfahrung in meinen Klappen als du in deinem ganzen Rumpf. Zeigt er, was er drauf hat. Wie er erfolgreich einen Kontrollpunkt passiert. Ich muss zugeben, ihr Anfänger habt mich beeindruckt. Ihr habt definitiv einiges drauf. Was für eine meisterhafte Flugdarbietung, wie er diesen Kontrollpunkt mit Leichtigkeit passiert. Er zieht ab und hält locker die Bestzeit.
Ich habe mehr Erfahrung in meinen Klappen als du in deinem ganzen Rumpf. Das war ein gutes, schnelles Manöver durch einen Kontrollpunkt. Sieh genau hin, was ich tue. Da kannst du den einen oder anderen Trick lernen. Er liegt noch gut vor der Bestzeit. Die Strategie der Wahl lautet jetzt, die Ziellinie im Auge zu behalten. Zugeben, ihr Anfänger habt mich beeindruckt. Ihr habt definitiv einiges drauf. Er zieht ab und hält locker die Bestzeit. Weißt du, ich habe mal ein Buch über Rennen geschrieben. Ich zeig dir, wie das geht. Vorbei an einem weiteren Kontrollpunkt. Mit Kurs auf den nächsten. Es ist schön, ein Rennen zu fliegen. Es gibt nichts Tolleres, als den Wind unter den Flügeln zu spüren. Hier zeigt er, was er drauf hat, wie er erfolgreich einen Kontrollpunkt passiert. Ich muss zugeben, ihr Anfänger habt mich beeindruckt. Ihr habt definitiv... Was für eine Darbietung an Fähigkeiten und Tempo. Jetzt muss ich der Staub setzen, damit wir die Ergebnisse im Detail sehen. Ich bin Colin Carling und im Namen von Racing Sports Network freuen wir uns auf ein Wiedersehen. Machen Sie es wie ich. Immer schön nach oben gucken. Auf Wiedersehen, Leute.